Mein Thema, worüber ich jetzt reden möchte, ist eigentlich ein Thema, was mich schon immer bewegt hat. Und zwar, ich komme von der Osteopathie, wie vielleicht einige von euch wissen. Und da gibt es so eine interessante Beschreibung. Da gibt es Menschen, die haben parietale Beschwerden und manche haben viszerale Beschwerden. Andere haben irgendwas mit dem Kranium oder wie. Und ich habe jahrelang beim Georg, der ja irgendwie immer noch verschollen ist, assistiert. Und ich habe immer die Fragen bekommen oder in der Pause, die Teilnehmer haben immer gesagt, naja, das ist ja schön für parietale Probleme, aber er vergisst ja immer das Viszerale. Wieso das Viszerale? Der Körper ist eine Einheit, wir sind alles zusammen. Und ich weiß auch aus meinen eigenen Seminaren, dass ein großer Bedarf besteht über diese Beschwerden, diese komischen, die sich im Bauchraum da mal aufstauen. Also habe ich gedacht, gebe ich einfach mal so ein bisschen einen Einblick. Viele machen das ja sowieso schon. Das heißt, die erste Frage ist, wir müssen uns über ein paar Begriffe einigen. Da gibt es die abdominelle Beschwerden. Abdominell bezieht sich auf die Bauchhöhle. Dann gibt es eine sogenannte Beschreibung der viszeralen Beschwerden. Das ist eher auf Organe, das heißt Eingeweide. Natürlich haben wir nachts eingenässt. Das nennt sich Nyktorie. Da gibt es unheimlich viele Ideen, warum und wieso sowas sein kann. Das Entscheidende ist, er hatte vorher keine Probleme. Und das kann wirklich von einem Monat auf den anderen. Und seit 3 Monaten ist es eigentlich jede Nacht so. Es gibt also auch keine Änderungen. Es ist auch nicht mal da und mal nicht da. Es ist einfach jede Nacht. Er hat keine Schmerzen. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir uns unheimlich auf die Schmerzen fokussieren. Er hat einfach nichts. Er wurde natürlich untersucht, urologisch, internistisch, alles ohne Befund. Es gibt also keine Idee, was da ist. Therapieempfehlung ist die sogenannte Klingelhose. Ich habe versucht, das im Englischen zu übersetzen, das ist schwierig. Alarm. Okay, jetzt ist die Frage, wie gehen wir vor? Wir fragen natürlich ein bisschen und jetzt kommt eine Information aus der Anamnese. Der Junge hatte in den Sommerferien einen Fahrradunfall gehabt und hat sich dabei etwas verletzt. Eine Sache war, der Lenker hat sich in seinen Bauch verdreht, in seinen Bauch. Und er hatte danach auch ein bisschen Bauchschmerzen, er hatte auch Knieschmerzen. Ich glaube, die Knieschmerzen waren spektakulärer, weil es irgendwie ein bisschen aufgerissen war. Und der Bauch, ja gut, das hat man vielleicht nicht so ernst genommen, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall, das ist das, was er beschrieben hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir möglicherweise sagen, dass das vielleicht interessant für uns erscheint. Also eine anamnestische, also eine